Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen. Ich habe hier was. Und die ist schwer. Degustabox. Degustabox. Ja, was kann es Schöneres geben, als bei dem Wetter Essen und hoffentlich viel Trinken nach Hause geliefert zu bekommen? Paar Sachen, ja. Ja, ein paar Sachen gibt's, ja. Ja, es gibt schon schönere Sachen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz weit vorne hier. Ne? Deswegen, ne, ihr habt das bei dem Logo ja auch sicherlich schon erkannt. Ne, hier, Doppelpunkt D. Ne, wenn man das so hochstellt, lächelt er uns richtig an. Er freut sich mit uns. Ne? Und deswegen geht das jetzt hier auch los. Ach, ich habe richtig Lust. Bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ich hoffe, eine erfrischende Box mit vielen, vielen Flüssigkeiten, ne, die leider jetzt nicht mehr ganz so kalt sind gerade, weil es ist draußen echt zu warm. Selbst das Auto vom Paketboten, das ja normalerweise dunkel und finster ist und na, sonstige Untiefen hat, ne, und auch Pakete immer mal verschwinden lässt. Nein, das ist, ihr wisst, was ich meine. Was gucke ich auf die Spoilerkarte? Sowas. Packen wir hier gleich mal weg. So. fangen wir an mit Frau Ultrafrisch. Das ist schon mal ein guter Name. Wäre ein guter YouTube-Name. Ey, ich bin Frau Ultrafrisch. Und ich bringe euch Frieden. Nein, keine Ahnung. Was ist das? Smoothie Snacks. Erdbeer, Pfirsich, Karotte. Deine Smoothies zum Knabbern. Das ist Bio. 12 bis 18 Snacks. Aha. Aha. Und da ist nochmal eine Tüte in der Tüte. Ich bin gespannt. Das sind wahrscheinlich getrocknete Früchte, oder? Und für all die Leute, die es lange vermisst haben, die grüne Schere, ich muss das ja aufschneiden. So, also wir haben es tatsächlich mit getrockneten Früchten zu tun. Das ist jetzt, obwohl so richtig getrocknete, es sieht schon ein bisschen seltsam aus, ne? Riecht auf jeden Fall nach, ja, den Geruch kennt man. Das ist so, ja, ich probiere mal so ein. Essen sich wie Chips. Sehr fruchtig, sehr sauer. Ich meine, klar, ist hier. Die Karotte macht das so sauer. Nein, natürlich nicht. Interessant. Boah, ist aber sauer wie die Hölle, Alter. Ich meine, mal ganz ehrlich, was macht das so sauer? Da ist Erdbeer drin. Schmeckt auch sehr nach Erdbeer. Und Pfirsich und Karotte, was macht das so sauer? Was habt ihr denn da reingemacht, ey? Was habt ihr denn da reingemacht? Ohne Zuckerzusatz, das ist wahrscheinlich das Problem. Die Erdbeeren sind einfach super sauer. Finde ich interessant. Ist etwas, was ich mir im Leben nicht gekauft hätte. Was ist denn da drin? Pfirsichpüree, Erdbeer, 58% Pfirsichpüree, 18% Erdbeer nur. Apfelsaftkonzentrat, Karottensaftkonzentrat. Es ist immer so, ne? Es ist immer überall Apfel mit drin, es steht aber nie drauf. Erdbeer, Pfirsich, Karotte. Hier ist sogar der Apfel abgebildet, wenn ich das richtig sehe. Aber es steht irgendwie nie drauf. Das ist nicht wahrscheinlich daran, dass Apfel schön günstig ist und das überall drin sein kann. Für unterwegs ultra praktisch, ja, super. Sehr sauer, wer saure Sachen lecker findet und fruchtige, saure Sachen, der ist hier gut aufgehoben. Es ist eine interessante Sache. Sowas hätte man sich im normalen Leben wahrscheinlich nie gekauft. Von daher finde ich es super spannend, dass das mal drin ist in der Box. Gefällt mir persönlich aber ganz gut. Ob ich es nochmal neu kaufe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Tatsächlich ist mir das dann doch zu sauer. Was haben wir hier? Wir haben Brand. Habt ihr auch einen Brand? Müsst ihr mal weniger trinken. Brand Minis. Die kennen wir schon. Und zwar in allen Varianten, die es da so gibt. Es gibt die mit dunkler Schokolade, es gibt die mit weißer Schokolade, es gibt die mit Schoko, glaube ich. Also alles, ja, alle möglichen. Und das ist jetzt mit Kokos. Und die kenne ich auch schon. Deswegen reiße ich die trotzdem auf und probiere die. Ne? Damit ihr auch wisst, wie die aussehen und wie die dann auch schmecken. Tatsächlich ist das etwas, wo man auch immer sagt, ah, Brand, Zwieback, hm, weiß nicht. Ne? Und das sind auch kleine Zwieback. Nur die sind halt mit Kokos obendrauf. Riechen super lecker. Mhm. Viele Zwieback. Das ist sehr, sehr typisch. Also, na, wer kein Zwieback mag, der braucht die nicht anpacken. Die sind jetzt ein bisschen, also die sind interessant, weil die schön mit Kokosmus sind. Das macht das Ganze ein bisschen frisch. Die mit Schoko sind aber auch geil. Also, wenn ihr sowas mal in die Finger kriegt, ist nicht zu teuer. Ist ein guter Snack, einfach mal so für zwischendurch. Sehr geil. Hm? Hm?
Und man hat ja fast das Gefühl, man obwohl es ja nicht stimmt, aber man isst was Gesundes, damit eben nicht diese typischen Süßigkeiten in sich reinstopft. Was haben wir hier? Eine Tube Senf. Nein. Eine Tube Marmelade. Das habt ihr sicherlich auch noch nicht gehört. Aprikosenmarmelade. Marmetub. Mit YouTube und Marmetub machen wir hier heute einen auf Tube. Die Marmetube. Das ist cleveres Design, Leute. Ich sag euch das. Gar nicht mal so dumm. Na, ihr kennt das ja. Wenn ihr euer Glas da habt, dann ist das immer irgendwie... Und so könnt ihr das so... Seht ihr bestimmt auch lecker, wenn ihr so Crepes macht und so. Und dann voll so profimäßig hier so einen auf, ne, den Crepe in die Luft schmeißen. Dann so mit der Tube schnell die Marmelade. Und dann in der Luft... Nee? Ah, okay. Ohne Zusatz von Farbstoffen, Konzentraten, Sirup. Hat 2 Milliarden Kalorien auf 100 Milliliter? Nein. 188 Kilokalorien auf 100 Gramm. 220 Gramm sind drin. Muss man mal probieren. Kann ich mir jetzt aber nicht so ins Gesicht tun. Ne? Also ich tube mir das mal nicht so ins Gesicht, weil das wäre jetzt ein bisschen hart. Also werde ich mal probieren auf einem Brot. Sicherlich ganz interessant. Was haben wir hier? Oh. City Minis. Nee, Golden Minis. Mit feinem Butterkeksgeschmack. Das sind so Riegel. Ich mache die mal auf, aber ich probiere jetzt keinen. Das ist jetzt zu viel. Habt ihr aber, glaube ich, auch schon mal irgendwann auf meinem Kanal gesehen, dass ich so ein Ding gegessen habe. Das sind jetzt nicht die zimtigen, sondern das sind die Golden Minis. Na, so sehen die, so wie die da aussehen, sehen die auch aus. Das ist also tatsächlich ziemlich lecker. Ich stehe auf dich, ist auf der Packung aufgedruckt. Oh. Ingo Flamingo, ja. Deine Grußbotschaft. Das ist auch geil. Du kannst hier so eine Grußbotschaft hinten drauf schreiben. Also ja, soll man halt verschenken, so eine Packung dann, ne? Und dann kannst du jemandem noch grüßen dabei. Na, wenn eure Nachbarn immer alle Pakete für euch annehmen, dann könnt ihr so ein Ding mal vorbeibringen. Ja, sehr lecker. Also die sind auf jeden Fall super lecker. Und da kann man nichts anderes zu sagen. Die gibt es auch noch mit Zimt. Das sind jetzt die ohne Zimt, weil die haben feinen Butterkeksgeschmack. Die mit Zimt sind natürlich auch mega geil, ne? Das hat aber nichts zu tun mit der Cindy Minis Würstchenkette, die Karl und Annette lieben. Gott, gibt's die Werbung noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Seit 100 Jahren schon nicht mehr. Cindy Minis Würstchenkette. Die hieß auch gar nicht Cindy Mini, weil Cindy Minis sind ja die Zimtdinger. Ich bringe da, glaube ich, mehrere Werbeträger durcheinander. Egal, das macht aber nichts, denn wir haben... Oh, das ist ja interessant. Wir haben einen halben Liter... Einen halben Liter? Ja, einen halben Liter Schwipschwab Zero. Cola und Orange ohne Zucker. Schwipschwab von PepsiCo. Ne, also Pepsi, das ist im Prinzip die Mezzo-Mix von Pepsi. Ne? Und das ist Zero, das heißt ohne Zucker. Ganz stimmt das nicht. Ein bisschen was ist drin. Also wahrscheinlich durch die Frucht, die da vorbeigeschoben wurde bei der Herstellung, ist da noch ein bisschen Kaloriengehalt durch Zucker drin. Ne, das ist dann halt ganz normal. Das kommt durch das orangene Zeug. Das gibt's auch noch mit Zitrone, weiß ich. Weil habe ich schon geschmeckt, probiert und für gut befunden. Das ist aber auch lecker. Ist jetzt leider nicht ganz so kalt, wie ich es mir wünschen würde, deswegen mache ich es jetzt nicht auf. Na, aber schon ziemlich geil. Also das ist schon mal ein guter Anfang getränkemäßig, kann ich mal so sagen. Was haben wir denn hier noch so? Was ist das denn? Festivalmix. Mhm. Warum sind die offen? Meine Nüsse sind auf. Hat da schon einer gemobst? Naja, das ist aus Versehen passiert. Ne? Also das ist... jetzt von der Verpackung, da hat keiner Nüsse gemopst und die sind wahrscheinlich auch nicht schlecht oder so. Das kann man ganz normal so essen. Ich schneide die mal auf. Ihr sollt das ja auch wissen, das ist von Nutisal. Nutisal. Klingt eher wie so ein Medikament, ne? Als wie so eine geile Nussmischung. Also aussehen tun die ein bisschen komisch. Vielleicht waren die doch kaputt. Machen wir jetzt eine Cashew-Nuss. Trockene Röstung, ohne Öl. Da hab ich so eine Erdnuss. Und da ist eine Mandel wahrscheinlich. Was ist denn da noch so drin? Wahrscheinlich eine Geschmacksrichtung. Ja, jetzt so weiter nasch. Was ist das? Ah, okay. Das mache ich später. Sehr lecker. Eine gute Schärfe. Aber die sind ziemlich cool. Gefällt mir. Bin eh so ein Nuss-Fan. Oh, was haben wir da denn? Viel Tomate, wenig Zucker von Born.
Nicht von Baby Born, von Born. Ich habe hier so viel Nuss im Mund. Habt ihr ab und zu auch mal Nüsse im Mund? Ist lecker, kann ich nur empfehlen. Schön scharf. Tomatenketchup. Aber Tomatenketchup. Kann man immer gebrauchen. Von Born. Wahrscheinlich kostet diese kleine Flasche irgendwie 3 Euro. Weil das von Born ist. Verstehst du? 300 Milliliter Tomatenketchup. Kann man nichts falsch machen. Also. Ist natürlich zu. Mach ich jetzt auch nicht auf. Tomatenketchup kann ich immer gebrauchen. Tatsächlich, ja. Pommes oder so. Ne? Ja. Dann haben wir hier ein Radler. Ein Veltins Radler mit 0,0,0,0% Alkohol. Ganz stimmt das aber meistens auch nicht. Denn da ist immer noch so ein Hauch von Restalkohol drin bei diesen Getränken normalerweise. Ne? Aber das zählt nicht. Also das ist okay. Das schön kalt getrunken, da kannst du nichts falsch machen. Ne? Also das ist schon recht echt entspannt. So Radler, das hat nur noch einen Hauch von Biergeschmack. Schön zitronig in den meisten Fällen. Freue ich mich drauf, tatsächlich. Ja, habe ich richtig Bock drauf. Kann man mal haben. Hier ist jetzt, da ist noch was drin. Was ist das? Oh. Fresh goes better, Mentos Fresh Mints. Fresh goes better. Und dann macht er so und floppt sich das so in den Mund. Ich flopp mir das mal nicht in den Mund. Ich mache das mal auf die reguläre Art. Ich muss sie nämlich erstmal aufmachen. So, und das ist Mentos You. Kaudragés. Mach Komplimentos mit Mentos. Achso, I love you. I love you, Mentos. Und das ist... Du spielst bei mir die Hauptrolle. Ist halt Mint. Mentos Mint. Ich wette mit dir, es hätte auch noch Mentos Erdbeer oder sowas gegeben, die ich viel lieber gehabt hätte, aber... Machen wir erstmal Mentos Mint. Mentos Mint. Das dauert jetzt eine Weile, bis ich es aufgekaut habe. Ihr habt ja Zeit. Was haben wir hier? Bubble Wrap Folie ist immer gut, kann ich immer gut gebrauchen. Wir haben, oh. Batida de Coco und Batida komm rum. Komm mal rum. Batida de Coco ist ein fieses Zeug. Sag ich euch, schmeckt super lecker. Aber schädelt auch ganz schön mit einer Zeit. Und danach wollt ihr das nie wieder trinken. Den Rum dazu kenne ich noch nicht. Werde ich aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Einfach mal eine Cola reinkippen. Pur, weiß ich nicht. Muss aber rausfinden, was für einen Geschmack das hat. Wenn das jetzt irgendwie... Ah, Kokosnusswasser ist drin. Dann kann man die auch pur trinken. Dann nimmt man die einfach so in einem kurzen Glas und dann haut man die weg. Oder trinkt die einfach so aus der Flasche. Geht auch. Da ist ja nur eine kleine Portion. Ein kurzer sozusagen. Ja. Aber ihr wisst ja, verantwortungsvoll. Ne? Und erst, wenn ihr das Alter erreicht habt. Dann haben wir hier noch einen Veltins. Das Veltins gefällt mir. Brauche ich aber nicht mehr viel zu sagen. Oh, da ist noch irgendwas anderes drin, irgendwas Schweres. Ich nehme mal hier das Mittelteil raus. Das haben die inzwischen ganz gut gelöst. Früher war das so, da gab es so ein Mittelteil nicht. Da lag das alles so drin. Da war natürlich ein bisschen schwierig. Da ist dann öfter mal so, sowas zum Beispiel, das war dann danach nur noch Mousse. Oder wenn sie Chips drin hatten, das war auch nicht so ganz einfach. Mhm. Sweet Burger Stripes von Hengstenberg. Hengstenberg, 1876. Tradition. Das sind im Prinzip einfach nur kleine geschnibbelte Gurken. Schnibbeldi-dibbeldi. Kannst du dir auf deinen Burger basteln? Oder kannst du auch so weglöffeln? Du kannst auch einen Salat packen. Das geht alles. Das ist alles möglich. Das ist eingelegt. Sowas ist doch immer ganz interessant. Oder machst du einen Gurkensalat? Na, kippst sie um, haust da Tzatziki ran. Oder sowas. Na, reicht schon. Mehr brauchst du gar nicht machen. Einfach das ganze Glas rüberkippen. Ja, kannst auch die Suppe dazu kannst du einfach mit rüberkippen. Dann haust du auch nicht Tzatziki rein, dass das schön. Das ist richtig geil dann. Schmeckt bestimmt nicht schlecht. Finde ich ganz gut. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also ich meine, das ist natürlich. Ne, manche Leute mögen auf ihrem Burger lieber Scheibchen als so Stripes. Aber interessant, allemal. Finde ich interessant. Gefällt mir gut. Das ist doch schon mal nice. Ziemlich geil. Kann man nicht meckern. So, was haben wir hier noch? Eine Sache ist da noch drin. Eine Sache. Und zwar... Granini Maracuja.
Die Passion der Frucht. Granini Maracuja, das ist ja auf jeden Fall schon mal geil. Da kannst du auch nichts falsch machen. Das ist ja richtig geil. Nur das Beste aus der Frucht. Granini Trinkgenuss. Ist das der Trinkgenuss? Ne, jetzt die Selection. Den mache ich aber gleich mal auf. Ich habe eh nichts zu trinken hier. Da kann man mal so ein bisschen Saft trinken. Ob das kein Saft ist, weil wenn es Saft wäre, müsste es 100% sein. Ne, ist tatsächlich so. Also wenn ihr das mal irgendwo seht und da steht Saft drauf und das ist nicht 100% dann entsprechend das, was drauf steht, dann stimmt das nicht. Ne? Dann darf das nicht Saft heißen. Zumindest bei Orangensaft. Ich glaube aber generell. Oh. Typisch Maracuja. Aber mega lecker. Oh Gott, die Flasche fast alle. Habe ich fast in eins. Oh Mann! Kannst mal sehen, wie durstig ich bin bei dem Wetter. Stell ich mal hier rüber. Wir gucken mal auf die Karte, ob ich auch alles drin hatte. Alter Schwede, das ist nicht euer Ernst. Diese getrockneten Früchte, ja, kosten 2,59. Das Ding wiegt einfach mal nichts. Ne? Wenn da ein Windhauch gegenkommt, fliegt das weg. Und da sind 20 von diesen kleinen Dingern drin. Ja, wo Bio draufsteht, ist gern auch mal pricey. Das ist normal. Der Saft kostet auch bald 2 Euro. Die Tube hier kostet 2,50. Und es hätte natürlich 1000 tolle andere Sorten gegeben. Und ich kriege natürlich Aprikose. Ich mag Aprikose, aber Kirsche und Erdbeer hätte ich noch lieber gemocht. Und Himbeer hätte ich auch gut gefunden. Ah, guck mal, siehst du, da ist das mit den Mentos. Ne? Mint oder Frucht. Und ich kriege natürlich Mint. Ja, die Branddinger kosten 1 Euro, so eine Tüte. Und ist wirklich viel drin. Also, ne? Besser mal sowas snacken, als dann immer Chips oder so. Nutrisal kostet 1 Euro etwas, Nüsse sind teuer. Das Veltins kostet. Veltins? Was rede ich? Veltins? Das Veltins alkoholfrei kostet im 6er-Träger 4 Euro etwas. Ist schon eine Hausnummer, oder? Ich meine, das sind 0,3er-Buddeln. Aber gut, an sich ist Bier oder so Mischbiergetränk. Es kann relativ teuer sein, kann auch relativ günstig sein. Also gerade wenn ihr diese. Obwohl Veltins ist immer. Dieses V Plus, da gibt es ja auch von Veltins. Aber das reden wir. Die Schwibschwab kostet 65 Cent die kleine Flasche. Das aber tatsächlich, hier lohnt es sich meistens große Flaschen zu kaufen. Die sind regelmäßig im Angebot, 1,5 Liter Flaschen für 55 Cent und so im Angebot. Und selbst wenn die nicht im Angebot sind, kostet die nur 90 Cent in der großen Flasche. Das heißt also, vorsichtig bei den Angeboten, die kleinen Flaschen sind meistens etwas teurer. Was haben wir noch? Der Ketchup kostet 1,50. Na, okay, Hengstenberg, das kostet 1,79 hier. Einfach so Gurken. Na, da kriegst du, glaube ich, so ein riesengroßes. Aber gut, das ist halt immer so, wenn irgendwas noch weiter verarbeitet wird. Ja, 1,49 kosten hier die Nestle-Dinger. Was soll ich sagen? Die Box ist mal wieder richtig cool. Es ist nichts hier drin, was ich nicht benutzen werde, was ich nicht irgendwie geil finde oder zumindest interessant. Die Dinger hätte ich zum Beispiel nie ausprobiert, wenn ich sie nicht hier in der Box gehabt hätte. Das ist immer was ganz Besonderes für mich, tatsächlich. Na, und auch diese hätte ich wahrscheinlich nie gekauft, ohne diese Box. Dementsprechend immer schön, Sachen neu auszuprobieren. Wenn ihr so eine Box haben wollt, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da ist ein Link. Und über diesen Link in der Videobeschreibung bekommt ihr eure erste Box zum Schnapperpreis. Ich weiß gar nicht, wie viel das momentan ist. Eine Zeit lang war es jetzt 9,99 €. Kann sein, dass das wieder 7,99 € ist. Müsst ihr mal schauen. Ihr spart auf jeden Fall einen ganzen Batzen Geld auf der ersten Box. Nur auf der ersten Box spart ihr das Geld. Danach kostet die 15 Euro. Ja, aber ihr spart irgendwie 5 bis 7 Euro, je nachdem. Müsst ihr mal gucken. Link in der Videobeschreibung. Einfach benutzen, die erste Box günstig kriegen und danach könnt ihr gucken, ob ihr weiter dran bleibt. Es lohnt sich immer. Ja, also selbst für die 15 Euro, ihr habt hier auf jeden Fall Zeug drin im Wert von über 20 Euro. Na, und in den meisten Fällen ist das alles benutzbar. Oft sind Nudeln drin oder andere Sachen. Es ist immer irgendwie cool. Und es ist immer schön, auch Sachen auszuprobieren, finde ich. Also wisst ihr Bescheid. Bestellt euch mal eine Degusta-Box. Na? Und ihr anderen, alle anderen, machen mal hier Daumen hoch und Abo und Benachrichtigungsglocke und den ganzen Käse. Ihr kennt das alles. Na? Ich werde jetzt hier aufräumen. Und dann gehe ich ein bisschen naschen, ne? Weil ich hier meinen Zwieback zu Ende naschen und gucken, was die Nüsse so sagen. Ne? Und mein Saft ist auch gleich alle. Ne? Den Rest stelle ich kalt. Also, jetzt könnt ihr mich kalt stellen, einfach ausschalten. Bis dahin, ich bin raus. Tschüss.